Wir haben eine ganz starke EdTech-Szene, also junge Menschen, die Unternehmen gründen, die unser Verständnis von Forschung und von Lehre auf den Kopf stellen. Ein Beispiel in Berlin ist dafür ResearchGate. Ich möchte eigentlich, dass eine Diskussion, wie sie hier im Villa-Hügel-Kontext stattfindet, auch solche neuen Akteure mit dabei hat, weil die Geschichte von ResearchGate zeigt, wie aus Deutschland heraus mit internationaler Strahlkraft und Auswirkungen durch Unternehmertum wissenschaftsnah ein neuer Akteur die Bühne betritt und dort für sehr viel Sinnhaftigkeit sorgt, indem einfach mittels Digitalisierung bisher bestehende artifizielle Barrieren aufgelöst werden. Über ResearchGate können jetzt Wissenschaftler weltweit miteinander kommunizieren, auf eine sehr einfache Art und Weise. Also eigentlich ist es fast schon eine Wiederbelebung des ursprünglichen Gedankens des Internets, das ja genau das auch zum Ziel hatte. Wenn ich mir einen dieser neuen Akteure anschaue, dann kann das auch ein afrikanischer sein, wie beispielsweise die Open University of West Africa, wo ein kuratiertes Angebot von MOOCs aus den besten Universitäten, aus den besten Hörsälen der Welt den Studierenden vor Ort dargeboten wird. Kuratiert heißt, zusammengestellt nach einem Curriculum, das den regionalen Spezifitäten und Ansprüchen des Bildungssystems in Ghana genügt. Und dann aus diesem kuratierten Angebot heraus die Studenten vor Ort gemeinsam lernen lasse und ihnen hinterher einen Abschluss gebe. Also, was eingeführt wird, ist an dieser Stelle innovativ, eine Unterscheidung zwischen demjenigen, der den Content, den Inhalt der Lehre zur Verfügung stellt und denjenigen, der aussortiert, curricular zusammenstellt und anschließend prüft. Das ist eine Innovation, die kommt aus Afrika. Das ist doch spannend. Es gibt einen israelischen Chemie-Nobelpreisträger, Shatanova, der wiederholt darauf hingewiesen hat, dass die Trennung in den Naturwissenschaften zwischen Physik, Biologie, Chemie und all ihren Unterspielarten eigentlich immer zumindest in der Forschung eine artifizielle war. Warum? Weil ich nicht die Modelle hatte, um die unterschiedlichen Effekte dieser unterschiedlichen Perspektiven gleichzeitig zu berechnen. Wenn ich also mich mit diesem Gedanken anfreunde, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir die Naturwissenschaften trennen müssen in der Forschung, weil ich heute die Kapazitäten habe, durch Digitalisierung sie alle gleichzeitig darzustellen, dann stellt das auch die Frage, wie sehr möchte ich denn meine Lehre interdisziplinär gestalten? Muss es eine zunehmende Ausdifferenzierung von Bachelorstudiengängen geben, wie wir es in Kontinentaleuropa machen, dass man Biochemie, Informatik studiert, oder werde ich hinkommen zu einem Konzept von Natural Science, analog zu den Liberal Arts, und werde erstmal einen allgemeinen Bachelor in den Naturwissenschaften machen, einfach als Reaktion auf Forschung, die dann in dieser Allgemeinheit stattfindet. Während also Interdisziplinarität die Konsequenz von Digitalisierung in der Forschung ist und sich auch irgendwann in der Lehre wiederfinden wird, beobachte ich in der Lehre noch ein zweites Phänomen, das für Universitäten, aber auch alle anderen neuen Akteure, über die wir gesprochen haben, für alle anderen neuen Akteure in der Szene der Lehre hochinteressant sein wird. Die Gamifizierung, die Spielifizierung als Konsequenz der Digitalisierung. Ich habe natürlich schon immer einzelne Professoren gehabt, einzelne Lehrer gehabt, die ihren Unterricht spielerisch gestaltet haben. Über die Digitalisierung habe ich aber nun erstmalig die Möglichkeit, diese gehobene Pädagogik auch in der breiten Masse zur Verfügung zu stellen. Und die Frage ist doch die, warum sollte ich als Student mich einer langweiligen Vorlesung hinwenden, wenn ich spielerisch bei einer anderen Vorlesung denselben Inhalt mir aneignen kann. Und dort sehen wir, wie die Humboldt-Universität in Berlin, die beispielsweise schon in einem Games Lab einen Masterstudiengang gamifiziert hat, bei dem ich also Punkte bekomme im Vergleich zu meinen Kommilitonen. Ich kann gemeinsam an Projekten arbeiten, das ist alles visualisiert. Das Lehren und das studentische Forschen gerät zur
Nebentätigkeit in einem positiven Sinne, weil die Hauptmotivation keine der Employability ist oder keine der, ich muss jetzt akademisiert werden und einen Abschluss haben, sondern die Hauptmotivation ist, es bringt mir Spaß.